Ja. Also, was ich dir noch sagen wollte. So, das heißt, das Apartment, ne, als wir das besichtigt haben, ne? Ja. War das ja nicht so schlecht. Es war halt anders. Ein bisschen dunkel. Es war ein bisschen dunkel. Es hatte, also wir hatten keine Fenster. Es hatte jetzt auch noch nicht so schöne Wände. Also und das war auch nicht verbreitert. Aber ich habe das Apartment gekauft, weißt du, deswegen? Ich habe es schon gesehen, ja. Ich habe das gekauft wegen dem Boden. Den Boden fand ich ganz toll. Ich habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, so einen Boden wollte ich eigentlich immer schon haben. Den Marmorboden hier. Ja, mit den grünen Steinchen da drin. Also das war für mich so der Anfang einer Leidenschaft, dieses Apartment einzurichten. Ja, ja, sie fängt von dem Boden an zu schwärmen. Der Grund dafür ist natürlich ganz einfach. In dem Apartment war das eigentlich Schöne im Wohnzimmer der Boden. Der Rest war messy. Aber guck mal. Aber alles selbst gut. Wenn ich diesen Boden jetzt noch nehmen wollten würde, ist dieses nicht mehr. Doch, dann wäre das ein Bachlauf. Ach so. Dann wäre das ein Bachlauf. Ach so. Wie der Kocht würde jetzt sagen, Feng Shui. Ja, Feng Shui. Der Bachlauf kommt von außen das rein. Fließt genau, hier rein. Weil das Geld fließt hinten rein. Wir brauchen nur hinten in die Ecke einen Tresor aufzubauen. Automatisch füllt er sich. Da kommt ja sowieso ein Tresor hin, ist ja dein Weinkeller. Ja, deswegen, gewusst wie, die guten Schätze kommen in die linke Ecke. Das sah hier aus wie, ja, Schnäppchenhaus. Schnäppchenhaus gesucht und gefunden. Und das hatten wir hier. Wir sind das erste Mal hier drin gewesen, sind rausgegangen. Was ist das denn für ein Scheiß? Braucht kein Mensch. Dann haben wir die Nacht drüber geschlafen und haben festgestellt, ja, von hier gucken wir auf die Rennstrecke, von hier gucken wir aufs Casino. Der Blick ist einfach traumhaft. Die Frage ist, kann man aus dem Schrott was machen? Für den Preis konnte man nichts machen, aber man kann ja auch über den Preis verhandeln. Das haben wir, haben dann unser Schnäppchen-Apartment gekauft. So, und jetzt müssen wir den Boden leider aufgeben. Wir haben hier diese Töne, alles grau, Schlamm, Anthrazit-Töne. Wenn du ganz ehrlich bist, das Grün, du bist gebunden mit dem Grün. Ja, hätte auch wenn man es jetzt nicht sieht, aber jetzt geputzt sich ist Koch. Grün. Das ist nicht richtig. Die Frau sieht nicht, dass das grün ist. Wieso sehe ich das denn nicht? Für meine Frau war das ein weiß-schwarzer Boden. Achso, okay. Du hast jetzt gesagt, dein grün, Holz jetzt guckt ihr zweimal. Das war ja auch schwarz und ist grün. Also da, du hast ja dasselbe Problem. Das ist aber was anderes. Der war im Internet falsch abfotografiert. Ja, nee. Moment, der war im Internet schwarz abfotografiert. Moment, ich habe ein schwarzes Auto gekauft. Gut. Und dieses Auto heißt dann noch Black Pledge, Page, Platsch, Pledge. Aber ich kann das nicht aussprechen. Ich habe aber Carmen, du wirst sehen, wenn das Penthouse hier fertig ist, du gehst rein, dann wirst du glücklich sein, wenn du hier auf dem Sofa sitzt, am Teppich. Das ist viel zu kühl hier unten. Hier gehört der Holzboden rein, ein bisschen Wärme. Schau, ganz eine andere Atmosphäre, aber 100%. Eigentlich wollte ich die Waschmaschine. Erst dann, wenn das so ist, sieht es bärig auskommt. Ja, bärig, das machen wir schon. Ja, ich meine, da bleibt ja auch jetzt nichts mehr anderes. Wir haben es ja ausgesucht. Aber ich habe gedacht, ihr lasst mir den Boden trotzdem. Kann ja sein, der Nächste, dass der sagt, ich will den Holzboden nicht, ich will Marmor. Und der Marmor ist ja nun mal super und der ist mega verlegt. Warum? Das hat ja auch mal alles Geld gekostet. Natürlich habe ich ja mit der Firma Steurer darüber gesprochen, dass der Boden nicht mehr aktuell wäre oder nicht mehr zu den Farben passt, die wir jetzt gewählt haben. Das war ja damals, als wir alles ausgesucht haben, die Materialien. Da war schon klar, dass der Boden einfach überklebt wird. Aber ich habe wirklich gedacht, er wird überklebt. Ich habe nicht gedacht, dass da noch Furchen reingefräst werden. So, also da war ich schon ein bisschen geschockt, als ich das heute sehen musste. Aber ich habe oben alles neuen Stein verlegt. Ja. Und wenn ich dann hier unten, schau mal, diesen Stein weiter verlege, kann ich dir versprechen, dass jeder neue Käufer glücklicher sein wird, wenn ich den ersetze, farblich, mit sowas. Also mit den ganzen, schau mal, ist jetzt ganz ehrlich, Feng Shui-mäßig, mit den ganzen Verlegungen, mit den ganzen Zickzack, strafbar. Ah ja? Das ist nicht richtig. Deswegen ruhige Fugen, keine Fugen mehr. Es ist einfach geradlinig verlegt, bis oben auf ist. Wenn du jetzt heute oben raufgegangen bist, das erste, was du gesagt hast, wow, ist das aber schön. Einheitlich ruhig. Wenn du da reingehst, ist es ein Schachbrett. Was wollte ich jetzt kaufen? Die Waschmaschine oder die Spülmaschine? Bin mir jetzt nicht mal sicher, oder den Trockner? Ich weiß nicht, eigentlich wolltest du ein Auto kaufen. Aber der verkauft ja gerade einen neuen Boden. Ja, ich
ich weiß. Natürlich kommt ein Holzboden rein, der mit allen anderen Materialien harmoniert. Der mit Sicherheit noch genauso teuer, wenn nicht noch teurer ist, als der Boden, der drunter lag. Aber egal, bisschen Schwund ist immer. Carmen, wir haben ein Problem. Was? Lies mal. Hallo Robert. Ach du grüne Laune. Mehrere Bewohner. Hi. 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 Wo im Wasser? Ja, die verstecken sich. Und der Syndik beschweren sich über die zahlreichen schlecht geparkten Autos von deinen Arbeitern. Bitte, bitte kümmere dich drum. Beste Grüße. Ja, Mai. Habt ihr gehört? Ich habe es hier nochmal schriftlich. Mein Anwalt. Ja. Schon bis nach Nizza gegangen. Jetzt habe ich schon heute Hausmeister. Da haben wir eine Flasche Wein mitgebracht. Aber der kriegt nichts, der Hausmeister. Jetzt kriegt er gar nichts mehr. Okay. Wir haben uns schon darum gekümmert, wir haben die Autos alle draußen geparkt. Die einzigen Autos, die hier stehen, sind meine und die werten das Haus auf. Die werten, richtig. Nicht werden das Haus auf, sondern werten. Werten. Sie wird werten geschrieben mit T. Ne? Werten das werten. Haus auf. Ja. Haben alles im Griff, die sollen sich wieder hinlegen. Auf dem sinkenden Schiff. Gibt's das hat er jetzt geschrieben, auf dem sinkenden Schiff. So was kann man doch einem Anwalt nicht schreiben. Habe ich das nicht geschrieben? Ich hab's schon weggeschrieben. Ja, aber du bist auch zu schnell. Ja.